Ja, geh doch durch. Oh. Yes. Aber er kürzt ab. Ah, ich kann nicht rennen. Morgen, Jungs. Und Mädels. So, es geht da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, beziehungsweise da, bevor es dann hier Richtung 1900 Hakenkreuz eskaliert ist. Genau. Eskaliert, so wie es auch Wir wissen bezeichnet, ja. jetzt, in der Richtung ging es in die nächste Zone. Ja. Was wir jetzt aber wollen, Die 3D-Brille. ja, ich bin ja bei dieser Viererkreuzung bin ich ja die erste links abgebogen. Genau, da habe ich ja diese Batterien geschmissen, siehst Ja, du? und weißt du, wo die Brille ist? Ja, die zwei Wege hier haben wir noch nicht untersucht. Brille? Da geht es direkt in die nächste Okay. Zone. Die ist bestimmt in der nächsten Zone, die Brille, oder? Meinst du? Oder was ist das? Ist der Das Lager ist Room? Storage, ja. Lager Room? Navigator. Ja. Und ein Radio gibt's auch. Oder zwei. So meins nehmen. Boah, kannst du ein bisschen Radio hören, du. Gibt's sogar noch eins. Oder vier. Schmeißt das Ding doch weg. Hebt er die scheiß Mastercard um. Wobei er auf der Ding stört's ja nicht. Ja. Ich habe genug Platz drauf. Dokument und Dokument. Können wir alle mal lesen, aber jetzt nicht, oder? Ja, das ist der Schädel hier, oder? Ja. Ah ja. Fliegt hier einfach rum. Schon Au! wieder Ach, das ist ja. zu bedeuten. Die haben das ja kopiert mit dem Don't Touch. 1074, 1074. Voll dumm. Was ist 1074? Das Porträt. Achso, das haben wir die Folge ja genannt, stimmt ja. Ich Dummkopf. Ist doch Okay. voll langweilig, oder? Ja, dann geht's da eigentlich nicht weiter, oder? Oder haben wir davor etwas Ja, warte doch übersehen? mal da hinter dir. Ja, da geht's in die nächste Zone. Direkt. Achso. Ich hab den Raum noch nicht. Hat's gerade im Spiel gerumpelt? Ja, glaub schon. Ja, und du musst jetzt aber in die nächste Zone, oder? Ja, weiß ich nicht, ob wir vielleicht davor was übersehen haben. Gegen den Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Ah, 3D-Brille, wo bist du? Ich erinnere mich nämlich gerade nicht. So, die 3D-Brille. Hallo? Was? Hat er Ja, aufgemacht? es hat piep, 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 piep gemacht. Oh nein. Kennst du das bei Jurassic Park, wo dann die Raptoren plötzlich Türen öffnen können? Was denn? Soll ich jetzt da durchgehen? Oder was machen wir? Ich weiß es nicht. Jurassic World läuft ja jetzt gerade, ne? Im Kino? Paranormal Activity soll neuer kommen. Ja? Wow! Oh! Das kam jetzt leicht überraschend. Ich glaube, ich bin mir wegen dir erschrocken. Ich wollte Ich habe ihn noch gesehen, aber da war es schon zu spät. sagen, da ist was und dann hast du. Wow! Und dann. Meinst du, der ist gut, Jurassic World? Hat denn jemand schon gesehen? Kann denn So, da jemand empfehlen? geht's ja weiter. Jurassic World, was meinst du? Ich habe ja nicht so Ich die weiß nicht, Erwartung. ich hab, bin eigentlich jetzt gar nicht so interessiert. Auch. Ja, sollen wir jetzt nochmal zurückgehen, den Weg? Meinst du, Welchen? ja, da wo wir hergekommen sind, Zeig mal. ob wir was übersehen haben. Da wo ich gerade eben schon mal lang gehen wollte. Und dann in der Schleuse oder kurz danach Meinst du echt, da ist es nah? identischst Ich glaube, das ist in einer anderen Zone. verendet. Soll ich mal nachschauen, wo es ist? Ich glaube, das kriegst du auf die Schnelle nicht raus. Och, du. So, Achtung. Das war nämlich jene Stelle. Goggeln wir mal. Wie heißt das? Oh nee, komm. Suche des CP3D Glasses. Irgendwas, 128. 178. Ah ja. Oh, da gibt's ein Video dazu. Ach was.
Dann machen wir auch eins, oder? Ach ja, jetzt können wir hier reingehen. Siehst du? Oh, der hat bald Akku. Ey, komm, jetzt nochmal hier mit Ring Richtung Schädel. Sicher? Ja, der Ring, der soll uns doch einen Mental Shield geben. Uns so ein bisschen unempfindlich gegenüber psychischen Einflüssen machen. Also es ist ein Penner, bei dem es viel zu dunkel ist und ich nicht erkennen kann, welcher Sohn überhaupt ist. Aha. So ein Loser. So ein Loser? Ja. Das ist nicht mal ein Monitor. Was soll denn das? Das müsste der Ding sein, Regalis, oder? Ich glaube, der heißt auch so. Ja. Der hat ja den SCP-Ding-Trailer geuploadet. Was ist das für eine... Jetzt geht er raus. Was ist das für eine Zone? Es ist nee, halt... aber da war nichts mehr. Es ist halt arschdunkel, ne? Weiß ich jetzt. Also, dann musst du in die andere. Ja, doch, der ist in der dunklen Zone. Ja, jetzt hab ich's erkannt. Okay. Nee, weil da war ja der Anfangsraum und davor auf der anderen Seite haben wir alles gesucht, da war nur 914 und der Endroom mit 372. Dieser schnellen Echse. Was soll das eigentlich sein? Hm? Ich sag zu SCP-372 ja, dass es diese schnelle Echse ist, weil es irgendwie so komisch aussieht oder was. Was soll das eigentlich sein? Irgendwas anderes, oder? Insekt? Ich fühle mich, ist auch ein Insekt. Wie kommst du auf Echse? Weiß ich nicht. Mal zu, mal. Keine Ahnung. Also, das ist eindeutig ein Insekt. Oder was meint ihr? Oder ein Dinosaurier? Ist ja eigentlich auch eine Echse. Ein Wiesel. Jeder mal, der braucht doch keine Ruhe. Oh nein! Ja, aber was machst du denn jetzt? Schaut denn der aus? Krass. Schaut der aus? Keine Ahnung. Oh. Ja, geh doch durch! Yes! Oh. Aber er kürzt ab. Ich kann nicht rennen! Leichte Panik. Oh oh. Ja, wann kommst du in die andere Zone? Das kommt dann schon. Da, geradeaus. Ja? Zum Beispiel. Oder links. Dann geh geradeaus, um ihn abzuhängen. Ah. Achtung, nicht, dass du noch. Oh! Teddybär! Teddy! Ja, normalerweise schwindet er, wenn man einen. Du wolltest eigentlich einen Skull, aber ist egal, weil wir suchen eigentlich die 3D-Brille. Ja, ich hab gepanickt. Die 3D-Brille ist jetzt wichtig. Nein! Wie machen wir das jetzt? Rückwärts drin? Hoffen, dass er nicht kommt. Ja, ja. Und vor allem, du musst den ja weg da. SCP in den Stromzaun rein. Ne, bei 173 passiert ja nichts, oder? Jetzt chill mal, du blinkst gleich. Er blinkt jetzt gleich. Ne, passiert auch nichts. Da ist ja hinter der Tür. Wie machst du das jetzt? Du kannst ja nicht umdrehen. Der macht ja auf. Oder wenn es rückwärts durchgehen geht. Das habe ich schon mal geschafft. Oh Gott, aber das war eine alte Version. Auf das. Und jetzt musst du ihn da durchlocken, oder? Ich kann einfach zurückgehen. Ja, aber du. Nein, jetzt, ich will, dass du da durchgehst. Oder willst du einen anderen, einfach durch einen anderen Übergang gehen? Weißt schon. Andere Schleuse. Ich geh jetzt erstmal darüber. Dann machen wir mal gar nichts. Dem haben wir's gezeigt. Puh. Doch, ganz schön spannend, aber irgendwie haben wir noch keine 3D-Brille. Da drin kann man speichern. Da ist der Schädel. Speichern wir nochmal davor. Ah jo. So, aber warte mal. Ja. Und dann mit Ringen. Alles klar. Dann können wir ihn vielleicht nehmen. Put on the ring. Dann können wir ihn nehmen. Und dann, wenn wir den Ring absetzen, macht's BAM! Und ja, wir sind wieder 1945. Mach mal. Jetzt haben wir einen. Tu den mal in Ding rein. Wo rein? 940. Heute wird experimentiert. Okay. Aber die 3D-Brille, was mit der 3D-Brille? Ja, wir haben doch das Safe Game jetzt.
Da kann man ja noch weiter drauf aufbauen. Aber bis jetzt, glaube ich, ist ja fast fehlerfrei eigentlich, ne? Ja, da war ja bis jetzt nur mit dem Kriechen und Gehen und dem 106 Ektoplasma. Bin halt 14 nicht so weit weg. Ist das die Easier to Breathe Maske? Eigentlich schon, ne? Ja. Achso, wegen dem Ring. Ja, den Ring ziehe ich jetzt nicht ab. Nein, dann passiert es, glaube ich, wieder. Oder was meinst du? Ich glaube schon. Logischerweise. Soll ich mal hier speichern? Dann, nee, das dürfte dich doch auch nicht effekten. Dann ist das Safe immer weg. Was? Dieser Monitor dürfte dir da auch nichts ausmachen. Ja, der. Macht's was? Ja. Ja, das ist komisch. Den Ring haben wir noch an. Naja, vielleicht ist es halt eine andere Kraft, die dich da tötet. Ist egal, komm, jetzt gehen wir weiter. Ach, eine Rückkraft. Ich will das, die scheiß Brille. Also nehmen wir uns in 914. Weißt du noch, wo 914 ist? Ja. Geradeaus, rechts oder so. Noch ein Stück. Erzähl was. Ich? Ja. Ich erteile dir hiermit das Wort. Ja, was meinst du, was passiert, wenn wir den Schädel da reintun? Kein Schimmer. Ich glaube nicht, also das wüssten wir doch, oder? Hätte bestimmt schon jemand was gesagt. Oder hätten wir eben bestimmt nichts. Ich glaub eigentlich nicht, dass was passiert. Ist aber auch schade, dass für so viele Items nichts einfach passiert. Oder? Oder was Langweiliges meistens passiert. Ja, auf was für eine Einstellung machen wir denn dann überhaupt? Very fine. Very fine? Very fine. Soll ich vorher versuchen zu speichern? Very fine. Scheiße, wie komme ich da durch? Mit dem Ring komme ich da nicht durch. Du. Oder damit vielleicht. Damit müsste es gehen. Ja. Oh. Oh. Siehst du mal. Chillt er dich so, oder was, der Ring? Ja, da hat man immer nur zwei Striche Stamina. Kannst du da auch speichern, da drin? Da ist kein Monitor. Sure. Ah, scheiße. Egal, probier's. Schädel in. Wir könnten mal bei der Echse, bei 372. Du müsstest echt deswegen speichern. Ja gut, stimmt nicht, dass da was Tödliches nicht rauskommt. Ja, ansonsten fahren wir wieder zurück, bevor wir den Schädel aufgehoben haben. Ah, ja, dann stimmt. Ja. Ich meine, jetzt probieren wir einfach ab. Eigentlich besser, weil da sind wir dann wieder näher am Geschehen. Das ist dann die nächste Episode. Ja, von der Zeit her eigentlich. Jetzt tu den da rein und dann. Den Schädel, ja? Oder soll ich vorher den Ding abziehen? Nein, tu ihn rein. Oh mein Gott, da kommt so eine Nazi raus, ich sag's dir. Steht was drauf. Kann man nicht lesen. Doch. Das ist griechisch. Ach nee, das kann man echt nicht lesen. So ein okkulter Scheiß ist das echt. Tu das mal irgendwie aktivieren, das Teil. Da kommt wahrscheinlich so ein lebendiger Nazi raus, oder? Den wir gesehen haben. Stand da gerade was? Was war? Nee, hab schon. Wo steht wer? Oh Gott, da passiert eh nichts, oder? Ja, ja. Willst du ihn anfassen? Hast du den Ring noch an? Hab den Ring noch. Was steht denn jetzt da? Vielleicht steht was anderes da. Warte, ich muss da hingehen, wo Licht ist. Oder rough? Dann zerlegt es den wahrscheinlich einfach nur, oder? Warte mal, ist immer noch SCP. Dasselbe, ne? Ja, probier einfach mal verschiedene. Mach jetzt fein, dann 1:1 und dann. Soll ich den Ring jetzt mal ab? Ja, jetzt ist er auf Very Fine. Ich dachte, vielleicht hat er jetzt einen anderen Effekt. Aber was passiert jetzt? Kann sie noch aufheben? Gar nichts irgendwie. Nimm den Ring mal. Ja. Nimm jetzt den Ring wieder an. Was passiert dann? Dann können wir vielleicht in dieser Nazi-Welt bleiben. Nee, wir sind ja noch in derselben. Sure. Dann nimm den Ring und
Ja, okay. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Ich glaube. Ich speichere jetzt nicht mehr, okay? Willst du jetzt noch die 3D-Brille machen oder machen wir es beim nächsten Mal? Ja, weiß nicht, was soll ich denn machen? Soll mal jetzt an der Stelle abbrechen? Nee, dann such die 3D-Brille noch. Ja, ich meine, ich könnte jetzt auch das Safe-Game wieder laden, dann sind wir gleich wieder da vorne. Mach das. Jetzt kommt jeder andere. Cheat. Leute. Also passiert in 940 nichts, kann man sagen. Außer, dass der Effekt wahrscheinlich verschwindet einfach. Aber oder vielleicht geht es einfach nur. Geht in dem Raum wahrscheinlich. Dieses Event kann eben nur hier stattfinden. Ja. Und wenn es dann da raus und dann war hier dann die Tür, wo du mal rein ist. So, jetzt aber pass mal auf, wir müssen jetzt in die nächste Zone. Ja. Mach mal. Ist das jetzt wieder der Gang? Was war denn da? Noch einer? Nö, da sind wir noch nicht reingegangen. Zumindest nicht mit dem Navigator. Waren wir da schon mal? Ein bisschen bekannt kommt es mir vor. Geh mal rüber. Du kannst meine Handlung auch ein bisschen kommentieren. Ich bin gerade woanders im Kopf. So, wo sind wir hier? Oh nein. Ist nur nein. Maintenance-Tunnel ist immer scheiße. Gibt es da nicht Enhancements oder so? Enhancements? Jetzt doch die schiefe Ebene. Der stand da gerade eben. Der kommt da raus. Ja, jetzt soll ich wieder hochgehen. Oder was? Du kannst jetzt ein bisschen durchs Labyrinth laufen und abhängen. Aber dann wieder mit demselben hochfahren. Sonst. Ja, ich bleib jetzt an der linken Wand erstmal. Damit ich, dass er da plötzlich von vorne kommt, gell? Das macht er ja manchmal. Weil es ihm gefällt. 5 vorne zu kommen. Hast du jetzt meinen Aufzug? Was macht der da unten? Hä? Geh bitte hin. Oh Gott, ich hab ihn getriggert. Warum ist der da? Warum? Was ist da? Was ist das? Nimm's! Natürlich Goggles. Need new batteries. Also. Scheiße. Lauf mal weg vor dem! Lauf! Ja, der. Lauf vor dem weg, ist egal! Und nimm die Goggles. Find mich doch eh. Versuch so lange wie möglich. Der Aufzug kann er nicht benutzen. Oder? Versuch den Aufzug zu finden. Ja, der taucht dann trotzdem irgendwie. Ja, auf. Aber versuch's. Oh Gott, er rennt, glaube ich. Er rennt. Der Sound ist so heavy. Der rennt. Der kommt mir von vorne, Mann. Oh Mann. Ja, das hat, glaube ich, auch schon mal jemand geschrieben, dass jetzt auch jemand anders darunter gehen kann. Hat aber, glaube ich, nicht dazu geschrieben, wer oder was. Das war jetzt viel für eine Episode, oder? Wir haben das Ding in den Ding. Na mal. Ja, weiter. Dann das. Okay, nee, die Brille. Okay, war doch langweilig, sorry. Nee, wir wollten die ganze Zeit die 3D-Brille. Aber wir haben die Night Vision Goggles gefunden. Ja, okay. Also viel hatten wir jetzt davon nicht, außer dass wir kurz durchgeguckt haben. Und wir wissen jetzt, dass sie Batteries brauchen. Also ist es nicht verkehrt, eigentlich am Anfang so 2-3 Batteries, wenn wir finden, mitzunehmen. Für den Navigator. Ja, jetzt brauchen wir die wirklich. Ja. Ja gut, und mit dem Klemmbrett kann man Keycards und so Dokumente kann man ja auslagern. Das ist schon ganz gut. Ja. Ist nicht alles schlecht hier. Bescheid worden. Liebe Jungs. Machen wir Schluss, oder? Oder gibt's noch was?
Nee, dann halt wieder nächstes Mal die 3D-Brille. Zum aktuellen Anlass. Oder? Mit dem Safe-Game nächstes Mal wieder? 3D-Brille? Hätte ich gesagt. Oh, das ist ein gutes Weil, Game. Ja, wir haben gute Voraussetzungen, wir haben die Items. Wir sind ziemlich an einem Knotenpunkt, also nah am Übergang. Wir dürfen halt nicht mehr in den Maintenance sein. Kommt der schwarze ja, und der. Es kann sein, dass wir durch müssen. Obwohl der andere, da gab es ja noch einen Weg. Es gibt drei Übergänge mit 939. Ich weiß aber nicht, wo wir da rauskommen. Egal, probieren wir es nächstes Mal. Okay. Wenn wir uns dran erinnern. Ja. Gut, bis dann. Bleibt gespannt. Yo, tschüss.